Moin Freunde, was geht ab? Wir sind hier bei Shogi Banuki mit dem Format Daily. Da ist es. Ja. Die tägliche Tagesdosis, so heißt das. Es ist fast so schwer wie Insulin isoliert an Angeberwissen. Ja. Und heute haben wir bestimmt ganz schmackhafte Sachen am Angebot, oder? Ja. Wir haben heute den 3. August und am 3. August hat Geburtstag der Robert Stadlober. Oh. Aha. Kennst du ihn? Nee. Ja, doch, kennst du. Kennst du den Film Sonnenallee? Wer? Sonnenallee. Warst du schon mal im Kino? Guckst du DVD? Kennst du VHS-Videos? Hast du irgendwas mit Film grundsätzlich zu tun? Ja. Ja. Na, also du kennst den Film, der ist von Detlef Buck. Sonnenallee. König der Löwen? König der Löwen war Sonnenallee. Weiß ich doch nicht. Da war er noch ein kleiner Bub und da hat er mitgespielt, beziehungsweise ein Jugendlicher. Und da hat er mitgespielt und war ganz berühmt. Aha. Das war so, glaube ich, ein Durchbruch. Ah. Oh. Und das war 1999. Und da sehnt er sich jetzt hier wieder hinterher auf dem Bild. Ja, so ein bisschen. Ja, da war richtig Tschu und dann war irgendwann mal Tschu. Ja, guck mal, da möchte ich aber Robert Stadlober hat auf jeden Fall Geburtstag 1982 geboren. Ach so. Das heißt, okay, jetzt müssen wir zurückrechnen. Pass auf, 1982 geboren, 1999 Sonnenallee herausgekommen. Wie alt war er da? 19, 18? Ja, genau. 32? Am 3. August, was war noch am 3. August? Am 3. August war in Bolivien wurde ein neuer Präsident gewählt. Und zwar Sanchez de Lozada. Sanchez de Lozada. Das spricht er auch gerade aus. Lozada. Guck, Lozada. Ja, na, genau. Ja. Say it, don't spray it. Ne? Schön. Ja. Ja. Und in Bolivien hatte dann den neuen Präsidenten. So sieht es aus, 2002. Ja. Und am 3. August, pass auf. Am 3. August 30 vor Christus. Ach du meine Güte. Ja. Erobert der Feldherr Octavianus! So, Mensch. Ach, wo heißt er? Also manchmal ist man total bescheuert. Kennst du das? Öfter, ne? Octavianus erobert Alexandria. Ach was? Ja. Das war 30 vor Christus und das war am 3. August. Warum das so genau datiert worden ist, weiß ich auch nicht. Aber der hat sich gedacht, er zieht durch. Hat er richtig durchgezogen, Alexandria? Ach was? Alexandria, heute, wie heißt es? Istanbul, dankeschön. Ja. Hast du auch was gelernt hier? Ach, guck mal. Bei Daily deiner tagesloses Angeberwissen. Deswegen machen wir das hier. Ja, genau. Das ist Gonzales, geht auf seinen Kanal, Gonzales und Clint. Und wir sehen uns morgen wieder, da ist Clint wieder da. Schöne Grüße. Mal sehen. Cheerio, Miss Sophie. Auf Wiedersehen.